Ja, ich entschuldige mich für meinen heutigen Haarschnitt wegen der Corona-Panik. Meiner Regierung war es mir heute nicht möglich, den versprochenen Termin bei meinem Friseur einzuhalten. Und ich habe deswegen schaue ich jetzt dann bald aus wie mein geschätzter Kollege Albert Einstein, ohne allerdings seine Reputation mitzukriegen. Wir werden uns heute eine Frage widmen, die ich mir mal so gestellt habe. Es sollte nur sehr kurz gehen, das Video, nämlich woran erkennt man Fake Science in der üblichen Welt? Die müssen nicht Fake Science finden Sie natürlich meistens in den Fake News Zeitschriften und Fernsehsendern und regen Sie sich dann darüber nicht so auf wie da mein Twitter-Freund aus den Staaten. Aber sie können ja dann einfach sagen, ah, das war jetzt nicht falsch, das ist lustig und dann können sie das Programm weitersehen und vielleicht in der Zwischenzeit die Toilette besuchen. Gut, das Tolle an diesem Thema ist, dass wir da jetzt ein schönes Beispielvideo präsentieren können, dann können sie auch einen wirklich gut aussehenden und intelligent reinschauenden jungen Herrn betrachten statt mich und wir schauen uns dieses Video an. Ich hoffe, dass ich das bringen kann mit Hilfe des Zitatrechts. Um die Rolle der dunklen Energie in der Kosmologie einordnen zu können, insbesondere ihre Auswirkung auf die Expansion des Universums, sie soll eine beschleunigte Expansion herbeiführen. Dafür ist es natürlich Grundvoraussetzung, sich überhaupt mal mit der Expansion an und für sich auseinanderzusetzen. Und da hatten wir schon einen eigenen Beitrag gemacht dazu. Das will ich jetzt nicht nochmal aufrollen. Ich verlinke es hier und schreibe es auch nochmal in die Videobeschreibung. Dann kann man das ganz bequem einfach direkt auf den Link drücken. Also wer das nicht gesehen hat, bitte unbedingt nachholen, weil sonst müssen wir diese ganzen Entfernungsmessungen und Edwin Hubble und die Geschichten hier nochmal erklären. Auch die Art und Weise, ja, das ist so wichtig. Ich denke, das muss man fast hier nochmal machen. Das ist nämlich der Kerngedanke, dass die Expansion sich nicht in Form einer Explosion modellieren lässt. Insofern, dass an einem bestimmten Punkt irgendwas passiert und dann alles von diesem Punkt wegfliegt. Dann haben Sie zwar auch den Eindruck, den Edwin Hubble eben hatte, dass wenn man auf sehr großen Skalen die Dinge betrachtet, dann sind die alle sehr stark rot verschoben, umso stärker, je weiter sie weg sind. Davon kann man dann ableiten, muss man aber ein bisschen aufpassen, dass es da eine Art Fluchtgeschwindigkeit gibt. Und wenn ich jetzt so ein Explosionsmodell habe, ja, dann fliegt zwar auch alles von diesem Punkt weg, dann müsste ich aber der Mittelpunkt des Universums sein. Wenn ich nämlich in alle Richtungen schaue und der Effekt ist überall, dann das ist vielleicht kein so gutes Modell. Deshalb ist dann die Lösung. Na gut, dann sind wir wieder da. Sie kennen natürlich das Gedicht und so schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Gastner sagt ja hier im Video im Wesentlichen, wir dürfen kein Modell eines Universums haben, in dem der Mensch im Mittelpunkt ist, nicht mal, dass er zufällig im Mittelpunkt wäre. Er schließt auch Modelle aus, in denen jeder im Mittelpunkt ist. Nicht, dass ihm das gelänge, aber was soll dieses Kleinliche, nicht wahr? Gehen wir doch lieber zu einer, sagen wir mal, wichtigen allgemeinbildenden Bemerkung dazu. Also, seine Einstellung ist natürlich im Widerspruch zum anthroposophischen Prinzip. Sie kennen das anthroposophische Prinzip, oder? Das ist das Prinzip, das Atheisten verwenden, wenn sie vor einem Erschießungskommando stehen. Nicht? Das anthroposophische Prinzip sagt ja im Wesentlichen aus,
dass das Universum und die Tiere, die einem irgendwie nicht fressen wollen, so ist, weil wir es sozusagen von den anderen Universen weg selektiert haben. Also eine Art Evolutionstheorie der Möglichkeiten. Und das ist natürlich dann schon ein Modell und eine Begründung, die man dann wissenschaftlich bringen könnte. Nun, wir wollen ja Fake Science erkennen und die erkennen wir jetzt in dem Beispiel daran, dass etwas, was man als Voraussetzung gesagt hat, ohne Begründung uns unter die, ich weiß nicht, untergeschoben wird und das begleitet wird von Worten wie selbstverständlich, ist ja klar oder ähnlich. Natürlich, Sie können sagen, ja, die Erde ist nicht im Mittelpunkt des Universums, weil. Das ist dann wieder richtig. Jetzt kann es ja sein, ich tue dem armen Herrn Gassner Unrecht und er weiß es, warum die Erde nicht im Zentrum des Universums ist. Leider hat er jetzt vergessen, es mir mitzuteilen. Nun, ja, Sie wissen ja, diese hochwohlgeborenen Herren wie Lesch und Gessner, die würden nicht antworten, wenn ich sie etwas frage. Und deswegen fürchte ich, wird mir die Erleuchtung in dieser Frage erspart bleiben. Oder ja, vielleicht wissen Sie es. Können Sie die Frage beantworten, warum die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums sein kann? Würde mich schon wissen. Übrigens, ich weiß schon, dass es ein Experiment gibt, das zeigt, dass die Erde nicht ein Inertialsystem ist. Aber das ist eine andere Frage. Da habe ich mich auch schon gestritten mit Leuten von der ZDF, die den Unterschied zwischen Kugel und Inertialsystem irgendwie nicht mitgekriegt haben. Aber ja, das ist sicherlich ein Gedanke, den Sie haben könnten. Also ich möchte einfach die Antworten. Die Welt, wo ist sie im Universum? Tja.